und Engel der Erde. Du wunderbare Engel der Erde. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass du uns an den wunderbaren Kraftort hier in die Lourdesgrotte uns die Energieübertragung machen. Dass du uns hier hingeführt hast, wo wir auch mit der Mutter Maria, mit der Mutter Gottes, dürfen an dem heiligen Kraftort hier in Leukere deine wunderbare Energieübertragung jetzt überkommen. Mit der Botschaft. Und es ist auch noch sonst etwas ganz Spezielles. Normal gehen wir immer auf Atlantis. Damals. Engel der Erde kommt zu uns. Also, das ist ganz speziell. Und Engel der Erde, danke, dass du jetzt da bist für uns. Herzlich willkommen. Hallo, meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr da seid. Liebe Astaria, es ist mir auch eine besondere Ehre, dass du jetzt mit deiner Gruppe, mit deinen lieben Menschen da in die Grotte gekommen bist. Nach Leuken, Lourdesgrotte. Ich bin ja auch sehr mit Mutter Maria verbunden. Ja, natürlich war zuerst vorgesehen die Linde, die Linnerlinde. Natürlich, das Wetter hat jetzt nicht so mitgespielt. Aber es sollte wahrscheinlich so sein, dass ihr da nach Leuken kommen solltet. Also, meine Lieben, ich bin Engel der Erde und ich schicke euch jetzt meine schwarze, grüne, weiße Energie in eure Körper, Geist und Seele. Spürt jetzt, wie mein weißes, grünes, schwarzes Licht durch eure Füße kommt. Spürt jetzt, wie das weiße, schwarze, grüne Licht durch die Mutter Erde hinaufkommt jetzt zu euch. Meine Lieben, ihr bekommt jetzt auch zwischen euren Füßen Kraft zu spüren von eurem untersten Chakra. Das unterste Chakra, das ist der Erdstern. Der Erdsternchakra. Spürt jetzt unter euren Füßen, wie euer neues Chakra jetzt arbeitet. Spürt jetzt, wie ihr jetzt zwischen euren Füßen, es arbeitet jetzt unter euch. Spürt jetzt, wie die Kraft unter euch immer mehr kommt. Das ist meine Kraft, das ist meine Energie. Ich werde euch jetzt unter euch, euer Erdsternchakra, harmonisieren. Und wenn ihr das noch nicht bis jetzt habt aktiviert, dann werde ich das jetzt bei euch aktivieren. Vielleicht ist es ja auch halb geöffnet. Vielleicht ist es auch zu. Vielleicht ist es auch nicht mal zu eurem Körper
verbunden. Dann helfe ich jetzt euch, dass euer Erdsternchakra aktiviert, harmonisiert oder wieder ganz geöffnet wird. Ich lasse jetzt nochmals mein weißes, schwarz-grünes Licht zwischen eure Füße hinauf. Ihr werdet jetzt verbunden mit eurem Erdsternchakra. Spürt jetzt die Kraft, wie von unten die kommt. Spürt jetzt, wie aus euren Füßen große Wurzeln wachsen, immer mehr und immer tiefer. Geht jetzt die Energie. Spürt jetzt, wie aus den Füßen richtig Stärke kommt von mir. Ich bin Engel der Erde und ich schicke euch jetzt noch mehr meine Kraft zu euch. Meine Kraft bekommt ihr jetzt vor allem in die Füße rein. Und du spürst, ihr spürt jetzt, dass ihr jetzt die Energie, die kraftvolle Energie von mir spürt. Ich gebe jetzt euch auch die Urkraft, die Urenergie, wo ihr herkommt. Und ihr seid alle alte, weiße Seelen. Weiße Seelen. Ihr seid Lichter. Ihr seid wunderbare Lichter. Natürlich. Und spürt jetzt, wie die Energie stetig erhöht wird jetzt. Spürt jetzt, wie eure Füße richtig verankert werden. Jetzt. Spürt jetzt, wie eure Füße jetzt Stabilität und Sicherheit bekommen. Jetzt. Spürt jetzt, wie auch ihr die Urkraft und das Urvertrauen wieder spürt. Jetzt. Natürlich werde ich euch auch unterstützen, dass ihr genau euer Ziel erreicht. Meine Lieben, ich bin Engel der Erde und ich spüre jetzt euer. Spürt jetzt auch die Kraft. Ich umarme euch jetzt. Ich umarme euch jetzt mit meinen Flügeln. Spürt jetzt meine Wärme, wie ich jetzt um dich bin. Ich stehe jetzt hinter dir. Ich gebe dir jetzt die Stärke rein. Stell dir vor, du wirst jetzt ganz fest verbunden. Du bist jetzt genau so eine Linde, wo ihr wart vorher. Die Linderlinde, darum wollte ich ja dorthin. Spürt jetzt, wie ihr die Kraft spürt in euch, in dir. Spürt jetzt aber auch, wie ihr die Stärke spürt von mir. In meiner Kraft sende ich euch jetzt mein grünes Licht über euch hin. Spürt jetzt meine grüne Energie über euch jetzt. Und spürt jetzt meine grüne heilende Energie in eurem Herz.
spürt jetzt mein grünes Licht auch in eurer Seele. Spürt jetzt vor allem euer Herz. Haltet eure Hände beide gekreuzt auf euer Herz. Und was spürt ihr jetzt? Natürlich nicht nur meine Erdenenergie, nein, ihr spürt auch Christus Energie. Ihr spürt auch Mutter Maria Energie, wo wir jetzt da in diesem kraftvollen heiligen Ort jetzt sind. Darum wollte ich auch dahin. Und spürt jetzt auch in eurem Herz das reine göttliche Licht, wo auch mit Mutter Maria, mit Jesus Christus verbunden sind ihr alle. Spürt jetzt auch weiter, was geht in eurem Herz jetzt vor. Spürt's und atmet jetzt hinein in euer Herz. Spürt jetzt meine Kraft, auch in eurer Seele. Nehmt jetzt eure Hände gekreuzt vor euch. Haltet jetzt eure Hände gekreuzt vor euch. Ich gebe jetzt meine grüne, schwarze, weiße Energie in eure Hände. Und spürt jetzt, wie die Kraft in eure Hände kommt. Spürt auch jetzt, wie ich ein Kreuz in eure Hände lege. Das Kreuz, wo ihr jetzt bekommt, das ist mit Jesus Christus verbunden. Aber genauso mit Mutter Maria. Spürt jetzt, wie es in euren Händen liegt. Spürt jetzt, wie es jetzt in euren Händen liegt. Und nehmt es wahr, was das für eine heilende Kraft in euren Händen, nicht nur heilend, sondern beschützend, behütend und vor allem auch mit so viel Liebe verbunden mit dir. Ja, meine Lieben, ich bin Engel der Erde. Was ihr jetzt in euren Händen haltet, das ist auch meine Energie drin. Dreifach Energie mit Jesus Christus, mit Mutter Maria, mit meiner Erde Engel Energie. Und wenn ihr mal das Bedürfnis habt, dann nehmt euer Kreuz hervor. Das Kreuz, wo auch mit dir ab sofort verbunden ist. Und das Kreuz, das ist jetzt in deinen Händen. Spüre auch jetzt, wie das Kreuz Wurzeln bekommt in deinen Händen. Nicht nur deine Füße bekommen jetzt die Wurzeln noch tiefer in die Erde rein. Nein, das Kreuz verbindet jetzt dich noch mehr. Und jetzt lege wieder deine Hände auf dein Herz. Lege jetzt deine Hände auf dein Herz. Spüre jetzt, was das für eine Kraft in dein Herz geht. Das dreifache Kreuz.
Das dreifache Kreuz, das hast du jetzt bei dir. Und es ist jetzt verwurzelt. Symbolisch hat dein Kreuz jetzt Wurzeln. Und die Wurzeln, die sind verbunden mit mir. Und wenn du in eine Lage kommst, wo du nicht mehr weiter weißt, wie es weitergeht, dann denk dran, mein Kreuz, dein Kreuz, das ist da für dich. Und du kannst es immer wieder hervorholen, denn das ist immer bereit für dich. Und die Wurzeln, die sind mit dir verbunden. Das Kreuz ist ab sofort bei dir. Du kannst es auch immer wieder spüren und wahrnehmen, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du Hilfe brauchst, wenn zum Beispiel etwas passiert, wo nicht gut ist für dich, dann nimm dieses Kreuz wieder hervor und halte deine Hände wieder so gekreuzt. Und dann nehme dieses Kreuz über deinen Kopf. Spüre jetzt die Kraft über dich. Spüre jetzt deine Kraft, wie sie noch Kraft noch mehr kommt über dich. Spüre jetzt die beschützende Kraft von Jesus Christus, von Mutter Maria, von mir. Diese dreifache beschützende Kraft, die göttliche Energie verbunden mit dir. Und überall wird jetzt dieses Kreuz noch mehr durch deinen ganzen Körper verbunden. Ja, meine Lieben, dieses Kreuz ist auch ein Lichtwerkzeug für euch. Und wenn ihr in einer Notlage seid, dann nehmt es hervor und legt es wieder über den Kopf oder auch auf die Stirn, auf eures drittes Auge. Und dann legt es so hin und ihr werdet sofort die Leichtigkeit spüren, wie jetzt. Und wenn ihr einen Druck verspürt, dann haltet es intensiv vor euch hin, aber auch vor euer Herz. Und spürt jetzt mal, wie ihr jetzt viel leichter werdet. Nicht nur in eurem Herz, nein, genauso in eurer Seele. Und stellt euch jetzt vor, wie ihr noch mehr, noch intensiver verwurzelt werden. Jetzt. Intensive Kraft bekommt ihr jetzt. Spürt jetzt, wie ihr jetzt verwurzelt werden. Mit mir. Ihr seid jetzt die große Linde. Dieser kraftvolle Baum in Linn. Dieses Kreuz, wo ihr bekommen habt, das könnt ihr auch sofort wieder in diese Lage euch versetzen. Wenn ihr zum Beispiel in Notlage seid, wenn ihr zum Beispiel Niederenergien euch verfolgen oder euch angreifen, dann verbindet euch jetzt, wie jetzt wieder, mit dem Kreuz. Stellt euch vor, das Kreuz,
das ist so stark mit euch verbunden. Mit Jesus Christus, mit Mutter Maria und mit mir. Engel der Erde, merkt jetzt, wie ihr noch mehr verbunden werdet jetzt mit Mutter Erde. Spürt jetzt, wie eure Wurzeln noch mehr verwurzelt jetzt. Spürt jetzt, wie ihr die Stabilität und die Sicherheit bekommt. Ihr könnt alles erreichen. Kein Hindernis ist so groß, dass ihr das nicht erreichen könnt. Natürlich, es gibt immer Steine in eurem Weg. Natürlich, die Steine sind aber auch da zum Lernen. Das ist auch manchmal ein beschwerlicher Weg. Ihr seid ja alles Lichtarbeiter und Lichtarbeiterinnen. Und da habt ihr sicher schon viel erlebt, dass ihr die Steine vor euch gesehen habt. Und ihr denkt, was soll ich mit so vielen Hindernissen? Meine Lieben, manchmal müssen diese Steine halt da sein. Denn es ist immer ein Weg möglich. Aber manchmal muss man halt ein bisschen mehr Zeit investieren. Und diese Steine, manchmal sind sie halt ein bisschen hoch. Oder die Hindernisse sind höher. Dann heißt es, entweder geht um den Stein rum oder geht rüber. Entscheidet dann, fragt euch selber, wenn ihr zum Beispiel so vor einem Stein seid. Stellt euch vor, so ein Stein. Stellt euch vor, jetzt ihr seid vor einem großen, schweren Stein. Was merkt ihr jetzt? Der Stein ist schwer. Der Stein ist groß. Das Hindernis ist groß. In diesem Fall ist es wirklich fast nicht überwindbar. Dann holt euer Kreuz, wo ihr jetzt bekommen habt von mir, vom Engel der Erde. Holt es heraus, ihr habt es ja. Holt es heraus. Kreuzt eure Hände und legt es auf den Stein. Was spürt ihr jetzt? Der Stein bewegt sich. Auf jeden Fall, er bewegt sich. Und er zeigt euch auch den göttlichen Weg. Wenn es der richtige Weg ist, dann geht weiter. Wenn es der richtige Weg ist, wo ihr jetzt seid, und wenn der Stein sich bewegt, dann ist es der richtige Weg. Aber wenn er nicht sich bewegt oder etwas passiert mit dem Stein, dann ist es der falsche Weg. Überlegt immer, ist das der richtige Weg, wo ich jetzt eingeschlagen habe? Oder sind das jetzt wieder vielleicht Gedanken von anderen Menschen? Wenn sie dich wollen verunsichern, wenn sie dich wollen, ja, unsicher machen, dann nimm das Kreuz wieder hervor. Leg es auf dein Herz und spüre jetzt, jetzt. Ist es der richtige Weg? Ist es, bin ich das? Ist das mein Inneres? Und wenn ihr das nachher findet,
Das ist mein Weg. Dann leg das Kreuz wieder auf dieses Hindernis drauf. Auf diesen Stein oder was es dann ist. Und wenn es dein Weg ist und wenn es dein richtiger Weg ist, dann wird sich dieser Stein auch ein Zeichen dir geben. Und der Stein wird sich bewegen. Es wird ein Lichtstrahl von dem Kreuz in den Stein gehen. Das Kreuz wird hell erleuchtet. Und wenn das richtige Weg ist, dann wird der Stein auch durchleuchtet. Und zwar mit meiner grünen Energie. Meine Erdkraftenergie. Meine erdende Kraft, die ist so stark, die ist so intensiv, die ist so machtvoll. Und spürt jetzt das Kreuz in euren Händen. Legt es nochmals auf euren Stein. Was passiert jetzt mit eurem Stein? Was passiert jetzt? Was geht jetzt ab bei dir? Was spürst du in deinem Herz? Der Stein bewegt sich. Der Stein bewegt sich. Wenn alles gut läuft, wird der Stein sich mit der Zeit sogar wegrollen aus deinem Weg. Denn die Lichtkraft, die intensive Energie von Jesus Christus und Mutter Maria und meine Energie, Engel der Erde, diese drei Kräfte in eurem Kreuz. Und schaut jetzt euer Stein an. Der Stein, der bewegt sich immer mehr. Und er rollt und rollt auf die Seite. Kann es sogar sein, dass der Stein sich in der Mitte durchleuchtet und es gibt sogar zwei Teile. Spürt jetzt, was macht euer Stein jetzt? Was geht jetzt ab bei eurem Stein, bei eurem Hindernis? Wenn ihr eines habt, bewegt es sich jetzt auf die Seite oder geht der Lichtstrahl in die Mitte durch den Stein? Gibt es zwei Hälften? Was spürt ihr? Was seht ihr? Was merkt ihr? Was nehmt ihr wahr? Was spürt ihr in eurem Herz? Es ist dein Weg. Es ist der richtige Weg und du sollst dir weitergehen. Ja, meine Lieben, ich bin Engel der Erde. Und das ist ganz wichtig, wenn man Lichtarbeiter, Lichtarbeiterin ist, dass man immer wieder zu sich selber fragt, ist das mein, was ich spüre? Ist das mein, was ich fühle? Gehört das zu mir? Und wenn du das dreifache Ja bekommst, dann ist es deins. Wenn du aber irgendwie ein schweres Gefühl bekommst oder einen Druck oder einen Stich verspürst, dann ist das nicht deins. Denn lass das los. Denn sowas brauchst du nicht. Lass dich nicht von anderen manipulieren. Lass dich nicht von niederen Energien umgarnen oder vernebeln oder schon gar nicht in ein Netz hineinziehen. Nein, wenn du genau spürst, dieser Weg, das ist mein Weg. Dieser Weg ist mein richtiger Weg. Dann geh ihn weiter, koste es,
Wenn andere Menschen dich verunsichern, sagen, was machst du jetzt? Du hast dich so verändert. Sie verstehen nicht, was du machst. Aber es können auch Neider sein. Es können neidische Menschen sein, wo ihr das auch spürt. Wenn ihr in der Anwesenheit von diesen Menschen seid, dann fühlt ihr euch unwohl. Dann fühlt ihr euch nicht gut. Und dann spürt ihr diese Menschen oder diese Energie. Das brauche ich nicht. Das will ich nicht. Und das möchte ich auf keinen Fall weiter. Dann stoßt das alles ab. Dann stoßt das ab, denn was euch einengt. Denn was euch hindert. Denn das, was euch will stoppen oder sogar blockieren, das ist nicht gut. Und dann überlege, was kann ich machen? Sei wieder die Linde. Verbinde dich mit der Mutter Erde. Verbinde dich mit der Mutter Erde. Und sei die Linde von Lin. Du wirst spüren, die Kraft kommt sofort. Du wirst intensiv die Kraft spüren von mir. Du wirst auch intensiv spüren, was da bedeutet. Wenn du diesen Baum bist, die Linde in Lin, dieser mächtige, dieser alte, der wissende Baum in Lin, das ist die Kraft pur, das ist die Naturenergie pur. Und da kannst du mal vorstellen, was da bedeutet für eine innige Stärke, du bekommst. Denk dran an diesen Stamm. Denk dran an diesen Stamm, wo ihr ja habt, wenn ihr diese Linde seid. Du bist die Linde in Lin. Ihr seid die Linde in Lin. Und die Kraft ist so stark. Nichts kann dich irgendwie blockieren. Nichts kann dich stoppen, denn du bist die Kraft selber. Denn du bist die Linde. Denn du bist der Baum. Der mächtige, große Baum, der so intensive Kraft hat. Spüre jetzt hinein. Du bist die Linde. Du bist die Kraft selber. Kein Wind, kein Sturm, kein Orkan kann rütteln an dir. Denn du bist selber die Kraft. Denn du bist selber die göttliche Kraft. Denn du bist selber die göttliche Energie. Und du bist genau diese Linde. Denn du bist so verwurzelt mit der Mutter Erde. Aber deine Äste, deine Arme und deine Hände, die werden jetzt riesengroße Äste. Und die ranken jetzt so hoch in den Himmel rein. Du bist nicht nur verbunden mit der Mutter Erde. Du bist nicht nur verbunden mit Mutter Erde. Nein. Du bist genauso mit dem Universum, mit der göttlichen Quelle verbunden. Und jetzt mache ich mein grünes Licht über deine Äste. Du bist jetzt die Linde. Du bist jetzt die Linde in Lin. Und ich sende jetzt euch von unten nach oben die grüne Kraft. Die grüne Kraft von mir hinauf. Durch den ganzen Stamm bekommst du jetzt meine Kraft von mir. Spüre jetzt die Energie, wo jetzt um deine Füße kommt, wo immer höher und höher, durch den ganzen Körper jetzt kommt. Und spüre jetzt, jetzt leuchtest du wieder. Du leuchtest. Du bist so mit mir verbunden.
Überall bekommst du jetzt das grüne Licht in dir. Überall bekommst du jetzt das grüne, starke, beschützende, heilende Kraft. Und wenn du wieder mal in eine Situation kommst, wenn du wieder mal in eine Situation kommst, wo du entweder so einen Stein vor dir hast oder du weißt nicht weiter, dann gibt es diese Möglichkeit, diese zwei Möglichkeiten. Entweder verwandle dich selber in die Linde, verwandle dich selber in diese kraftvolle, diese alte, weisende Baum in Linde. Sei selber diese Linde. Verwandle dich und es wird dich niemand sehen, weil du bist wie beschützt im Rahmen. Stell dir vor, du bist jetzt die Linde und es kommen niedere Energien. Die sehen dich nicht. Du bist unsichtbar. Du bist selber die göttliche Kraft. Die göttliche Kraft kann alles unsichtbar machen. Der Baum, der ist so groß. Du bist so stark. Und die göttliche Kraft ist in dir. Die göttliche Kraft ist um dich. Wenn du in eine Situation kommst, dann verwandle dich einfach in die Linde. Dann verwandle dich einfach in die Linde. Und du wirst die Stärke spüren. Du selber bist die Kraft. Du selber bist die Energie, die göttliche Kraft. Die göttliche Energie, die ist intensiv in dir. Aber die anderen, die werden dich nicht sehen. Du bist unsichtbar. Die werden dich nicht sehen. Denn du bist unsichtbar für die anderen niederen Energien. Du bist intensiv mit Mutter Erde verbunden. Du bist intensiv, aber auch mit der göttlichen Quelle verbunden. Du bist ein in eins, im Einklang mit allem. Du bist die Kraft selber. Du kannst einfach stillstehen. Verwurzle dich in Mutter Erde. Du bist die Linde. Du bist die Linner Linde. Was da um dich herum geht, das kümmert dich nicht. Denn du bist so stark. Du bist die göttliche Kraft selber. Du bist das göttliche Licht selber. Du bist die göttliche Energie selber. Und du merkst, bei mir ist nichts. Sie sehen dich nicht. Du bist ja ein Baum. Der Baum, der ist so stark und mächtig. Und da sollen die anderen, die niederen Energien um dich herum sein. Das kümmert dich nichts. Nein, du bist die göttliche Kraft. Du bist die göttliche Energie. Du bist das göttliche Licht selber. Und das fließt in diese Linde rein, von unten nach oben. Spüre jetzt die Kraft noch mehr, wie sie kommt durch deine Füße jetzt. Spüre jetzt aber auch noch mehr die Kraft, wie sie hinaufgeht bis zu deinen Händen. Du bist stark. Du bist Kraft. Du bist die göttliche Kraft. Niemand, gar niemand, kann dich aufhalten.
Niemand kann dir etwas machen. Wenn du auf diesem Weg bleibst, wenn du auf diesem Weg, wo du dich befindest, dann wirst du immer wieder die göttliche Kraft bekommen von Neuem. Wenn du auf diesem Weg bleibst, dann wirst du immer wieder diese göttliche Kraft bekommen von uns, von mir. Die göttliche Verbindung von mir durch deine Füße, deine Wurzeln. Du wirst doch immer wieder spüren, dass wir auf deiner Seite sind, dass wir bei dir sind, dass wir dich begleiten, dass wir dich beschützen. Alles ist aber nur möglich, wenn ihr auf dem Weg bleibt. Dann seid ihr mit uns so verbunden und die göttliche Kraft und die göttliche Energie, die kann niemand aufhalten. Bleibt immer auf diesem Weg. Verbindet euch immer wieder mit uns, mit Mutter Erde, mit der göttlichen höheren Quelle. Und dann kann nichts passieren. Und wenn ihr jetzt Lichtarbeiter immer mehr vorwärts geht, da werden auch immer mehr Niederenergien kommen. Dann leuchtet ihr immer mehr. Und dann ist es auch wichtig, dass ihr einen Schutz habt. Eben, sei die Linde in Linn. Jeder kann die sein, jeder kann die werden, mit unserer Hilfe, mit meiner Hilfe. Und dann werdet ihr auch spüren, ihr seid verbunden mit uns. Ja, meine Lieben, ich bin Engel der Erde und ich bin mit euch ganz fest verbunden. Und jetzt lasse ich nochmals mein Licht über euch. Ihr bekommt jetzt die meine Kraft von oben, wie eine Sonne. Über euch strahlt jetzt meine grüne Strahlen über dich. Über euch strahlt jetzt meine grüne Sonne über dich hinein. Es geht jetzt durch alle Zellen. Es geht jetzt durch alle Zellen rein von oben nach unten. Wenn irgendetwas ist, wo in deine Zellen schon von früheren Leben behaftet ist, wo nicht gut ist, jede Zelle wird jetzt durchflutet mit meinem Licht. Atmet jetzt ein, tief in eurem Bauch. Atmet immer noch tiefer in euer Bauch hinein. Haltet jetzt eure Hände auf euren Solarplexus gekreuzt. Spürt jetzt meine Energie in eurem Solarplexus. Ich fülle euch jetzt noch mehr Lebensenergie rein. Lebenserdende Kraft von mir. Atmet es immer das grüne Licht hinein von mir. Atmet es jetzt immer rein von mir in euren Solarplexus. Spürt jetzt, wie die Kraft kommt in dich. Meine Lieben, spürt jetzt die Wärme, wie ihr die bekommt jetzt durch euch selber. In euren Händen ist die Kraft drin von mir.
Spürt jetzt, wie die Wärme richtig mehr wird in euch. Spürt jetzt, wie die Wärme durch euren Körper fließt, durch eure Seele, durch euren Geist. Ich umarme euch jetzt. Ich umarme euch und lasse nochmals mein grünes Licht über euch hineinfließen. Lasst es einfach jetzt euch öffnen. Öffnet euch jetzt für mein grünes Licht, das ihr jetzt vom Rücken her bekommt. Meine Flügel sind jetzt um dich. Ja, meine Lieben, langsam wird es Zeit, dass ich wieder gehe und dass ihr jetzt selber auf euch angewiesen seid. Mein Lichtwerkzeug habt ihr ja bekommen, das Kreuz, wo es gesegnet ist von Mutter Maria und Jesus Christus. Dieses Kreuz könnt ihr immer wieder hervorholen, wenn ihr es braucht. Für schwierige Situationen, dann legt es drauf. Und dann wird die göttliche Kraft in das Kreuz kommen. Und die göttliche Kraft wird diese Situation klären. Und du wirst auch merken, dass du, dass ihr mit uns sehr verbunden seid. Oder du bist dann wieder der Baum, diese Linde. Wenn du brauchst Ruhe, entspanne dich und lass es fließen. Und wenn du dich unsichtbar machen willst, dann sei die Linde. Tanke wieder auf durch Mutter Erde. Tanke wieder auf durch göttliche Kraft von mir, von uns. Aber sei du dich selbst. Meine Lieben, es hat mich sehr gefreut, dass ihr hierher gekommen seid, da in die Lourdesgrotte, nach Leuken. Es ist mir auch wichtig, dieser Ort. Haltet immer auch eure Kraft dort. Wenn ihr noch keinen habt, dann findet einen in der Natur, vielleicht auch bei einem Baum oder an einem heiligen Ort. Denn da holt ihr immer selber wieder die Kraft. An diesen Orten könnt ihr selber wieder auftanken, wie hier jetzt. Ja, meine Lieben, ich werde euch auch immer begleiten. Ich werde euch auch unterstützen, wie genauso die anderen Königsengel aus Atlantis. Wir sind bei euch und wir lieben euch. Noch der letzte grüne Strahl über euch von allen 12 Chakren herunter. Spürt jetzt, wie das grüne Licht von allen 12 Chakren herunterfließt. Immer tiefer kommt es jetzt vom 12. Chakra bis hinunter zum Erdstern. Lasst es einfach fließen. Lasst es einfach empfangen. Lasst es einfach öffnen. Und das grüne Licht geht immer mehr von oben nach unten zu dir. Atme nochmal ein und aus. Und ihr spürt, wie ihr jetzt mit mir verbunden seid. Meine Lieben, jetzt wird es Zeit, dass ich mich wieder verabschiede von euch. Und es hat mich sehr gefreut.
Ich wünsche euch auf eurem weiteren Weg als Lichtarbeiter, dass ihr immer auf der richtigen Seite bleibt, dass ihr immer wisst, das göttliche Licht, die göttliche Kraft und die göttliche Energie, das ist das Stärkste, was es gibt. Eine letzte Umarmung jetzt für euch. Spürt nochmals mein grünes, schwarzes, weißes Licht, wo jetzt durch euch nochmals geht. Harmonisiert alles. Alles geht in Balance jetzt. Nehmt es wahr, es ist für euch. Meine liebe Astaria, es war auch sehr schön, dass du mit deiner Gruppe hierher gekommen bist. Mache weiter deinen Weg, wo du eingeschlagen hast. Lass dich von niemandem aufhalten, denn du bist wichtig für viele Menschen. Meine Lieben, Engel der Erde verabschiedet sich jetzt. Bei euch allen. Ich umarme euch. Ich liebe euch. Euer Engel der Erde. Und der wunderbare Engel der Erde hat uns die wunderbare, kraftvolle Energie uns übermittelt. Da, in dem kraftvollen, heiligen Ort, Lourdesgrotte in Leukeren. Und ihr spürt sicher, was da auch für eine ganz spezielle Energie zu euch gekommen ist. Und es ist auch wirklich so. Der Weg ist nicht einfach, aber auch ich stehe manchmal auch vor Hindernissen und ja, ich lasse mich von niemandem stoppen, das ist so. Ja, das nehme ich mir ganz fest vor, liebe Engel der Erde. So, und jetzt denke ich, sind wir wieder da zurück, in dieser wunderschönen, kraftvollen Lourdesgrotte. Und die Kerzen brennen so schön, es wird langsam dunkel und ich denke, jetzt wird dann die gute Mutter Maria gleich mal aufleuchten. Ich hoffe, es geht euch gut. Das ist jetzt, könnt ihr alles mit dieser Kerze, die hier jetzt brennt, in eurem Namen. Und die starke Energie ist natürlich auch mit der Erde Energie von dem Engel der Erde, mit Jesus Christus und Mutter Maria, mit in dieser Herzen, göttlicher Schutz, göttlicher Segen und die göttliche Kraft. In dem Sinn wird natürlich auch der Wunsch, oder was ihr jetzt in euren Gedanken habt, ganz stark in Universum gehen. Verbindet euch nochmal mit dieser Kerze, die hier brennt, in eurem Namen drauf. Spürt die Kraft nochmal von dem wunderbaren Engel der Erde, der uns hier hingeführt hat, an dem kraftvollen, heiligen Ort, Lourdesgrotte in Leukeren. Und die Kerze, die wird jetzt sicher, ja, Minimum 3 Tage brennen. Denkt immer wieder an die Kerze da, die für euch brennt in den nächsten 3 Tagen. Also ich habe 4 Wünsche, ist nicht viel. Nein, also ich möchte es nicht sagen, es liegt alles bei euch. Ist es kalt? Ja.
Ja, das wird können. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt können wir das. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei meinen Videos vielleicht einmal ein Gefällt mir würde machen, mit Daumen nach oben natürlich. Und wenn ihr meinen YouTube-Kanal Astarie Engel abonniert, das würde mich sehr, sehr freuen. Ganz liebe Grüssli, seid eure Astaria. Dankeschön!